So, und weiter geht's mit Need for Speed Most Wanted. Bei dem letzten Mal haben wir ja eigentlich nur ein paar normale stumpfe Rennen gefahren und ich würde sagen, heute Drag-Rennen, jo, machen wir mal. Die letzte Folge und auch so ein paar andere letzte Folgen sind bei euch recht gut angekommen, eben wegen den Themen. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, recht häufig. Ja, das funktioniert ja jetzt gerade nicht so gut. Ja, das funktioniert gar nicht gut. Aber es ruckelt auch gerade ein bisschen. Recht häufig nach guten Themen zu suchen, die euch vielleicht interessieren, die allgemein interessant sind. Oder halt auch anderes, die halt irgendwie wirklich ins Thema reinpassen. Oh Gott. Scheiße, jetzt habe ich hochgeschaltet. Ich wollte eigentlich Nitro. Okay, Neustart. Machen wir das Ganze normal. Ja, warum ruckelt das denn? Das ist voll doof. So, ich versuche mal ein bisschen im Windschatten zu bleiben. Naja, wenn sie mir nicht so schnell wegfahren würden. Zumindest. Oh, die sind viel zu schnell weg. Ach nee, das ist doof. Ich lasse das Drag-Rennen erstmal aus. Das bringt sowieso so wenig Geld, dass wir das eigentlich gar nicht brauchen, wirklich. Nee, Moment, das brauche ich ja nicht. Ich kann einfach so machen. Und dann machen wir das hier. Ja, schönes Sprintrennen. Einfach mal ganz chillig. So, und zwar, für heute habe ich mir, wie gesagt, das war auch wieder doof, ein paar Themen rausgesucht. Unter anderem habe ich jetzt ja die Demo von Mass Effect 2, 3. Ja, von Mass Effect 2 auch, aber das ist schon ein bisschen länger her. Mass Effect 3 gezockt. Oder gab es da überhaupt eine Demo? Ach, ist egal. Mass Effect 3, die Demo gab es jetzt seit Dienstag. Dienstag? Ja, Dienstag, 19 Uhr. Bei Origin zu downloaden und ja, PSN, Xbox Live. Hab auch direkt aufgenommen. Das war, glaube ich, noch eine halbe Stunde circa fertig, direkt gestartet. Und erste Folge ist auch schon online. Die zweite wird hiernach folgen. Und der dritte, beziehungsweise ich weiß nicht, vielleicht kommt auch noch ein vierter Part. Ich weiß nicht, je nachdem, wie lange ich mich mit dem Multiplayer beschäftige, kommen dann hoffentlich jeweils einen Tag danach. Also in der Regel mit einem Tag Unterschied immer. Also gestern kam der erste, morgen kommt der zweite, ach, heute kommt der zweite, morgen kommt der dritte und so weiter. Also, dass ihr da ganz gut versorgt seid und ansonsten könnt ihr euch das Ganze natürlich auch noch selbst ziehen. Ist ja für alle zum Download verfügbar. Ich denke auch noch nach der Zeit, wo es released worden ist. Und ich habe noch eine andere kleine Ankündigung für euch, mehr oder weniger. Und zwar, ich habe gehört, dass in der USA für Vorbesteller von Mass Effect 3 eine kostenlose Kopie von Battlefield 3 mitgeliefert wird. Als ich das gelesen habe, da dachte ich mir so, Alter, what the hell? So, und dann habe ich mir das Ganze ein bisschen genauer durchgelesen und bin da auf einige Meinungen gestoßen, zu denen ich jetzt mal kurz ein bisschen was sagen möchte. Scheiße. Ja, das war nicht so geil. Ja, was für eine Scheiße, ey. Boah, egal, fahre ich das nochmal kurz neu. War jetzt nicht ganz so schwer. Ja, also einerseits nochmal kurz zum Informieren. Es scheint so zu sein, dass, also Mass Effect 3 und Battlefield 3 muss man ja auf dem PC per Origin freischalten. Und wenn man sich jetzt Mass Effect 3 in den USA bestellen sollte und dann Battlefield 3 dazu bekommt, bekommt man das nur, wenn man Battlefield 3 noch nicht hat. Bedeutet also, für die Vorbesteller, die Battlefield 3 noch nicht haben, kriegen noch ein kostenloses Top-Spiel dazu. Und für die, die es haben, haben halt nichts davon. Die kriegen nicht mal einen Code, den sie verschenken können oder verkaufen können oder sowas. Die kriegen einfach nichts. Oder halt die normalen Vorbesteller-Boni von Mass Effect 3, aber eben nicht Battlefield 3. So, und viele denken jetzt auch, ich habe das bei der GameStar gelesen übrigens, in dem Kommentarbereich meinten auch viele, dass es halt einerseits dazu wäre, mehr Leute auf Origin zu locken, eventuell.
dass man eventuell sogar die Konsolenfassung ein bisschen weniger verkauft als die PC-Fassung, da man bei PC dann ja noch ein Spiel gratis dazu bekommt, ein Vollpreisspiel, und eben dafür Origin braucht. Für andere ist das eher so eine Masche, dass man halt allgemein mehr verkaufen möchte, weil man sich halt denkt, egal, Battlefield 3 wollte ich sowieso schon mal immer haben oder so. Da kann ich mir jetzt auch kurz Mass Effect 3 bestellen, kriege ich Battlefield 3 auch noch mit dazu. Ist ja eigentlich alles ganz super. Aber ich denke, dass die Leute schon ein bisschen recht haben, dass sie ein bisschen mehr Leute auf Origin locken wollen. Weil einerseits ist bei Origin echt wenig los. Ich frage mich nur warum. Und ich denke, dass sie da einfach wirklich ein paar mehr Leute hinlocken wollen. Jetzt nicht unbedingt so im bösen Sinne, dass jetzt alle da drauf gehen sollen und alle werden ausspioniert oder so, meine ich gar nicht. Sondern, dass einfach mehr Leute auf Origin aktiv sein sollen. Und damit quasi ein direktes Konkurrenzprodukt zu Steam zum Beispiel oder Ubisoft Launcher ist ja auch so eine Sache. Die ja nicht so häufig besucht wird und scheinbar mehr besucht werden soll. Wahrscheinlich auch, weil da ja Werbung und alles dabei ist und die Spiele auch noch ein bisschen teurer sind als so bei Amazon zum Beispiel. Und ich denke, die wollen damit erstens natürlich ein bisschen mehr Geld verdienen, auf jeden Fall, und zweitens mehr Leute auf Origin bekommen. Aber ich weiß es nicht. Ich denke nicht, dass EA einfach mal so ein kostenloses Spiel rausgibt, zumindest nicht so ein Vollpreisspiel. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, vor allen Dingen bei EA. Ah, warum ruckelt es? Also da kann ich mir das jetzt recht nicht vorstellen. Und deswegen sehe ich das ein bisschen mit Skepsis. Okay, ich mache ganz kurz einen Cut. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hoffentlich jetzt in flüssig. Naja, wer weiß. Ich habe jetzt nochmal alles geschlossen, was sonst offen war. Vielleicht bringt es mir ja was. Also, ich war beim Thema Origin und so weiter. Ich habe das jetzt mit Battlefield eigentlich abgeschlossen. Find das ein bisschen kurios, dass sie Battlefield 3 einfach mit dazulegen. Aber gut, sollen sie selbst wissen, was denn das bringt. Kann auch sein, dass sie dadurch weniger verkaufen. Also jetzt nicht weniger Mass Effect 3, aber allgemein weniger Battlefield, weil im Prinzip sich noch ein paar Leute so Battlefield gekauft hätten, aber jetzt es kostenlos mitnehmen. Kann auch sein, aber ich will jetzt gar nicht mehr davon reden. Mir ist nämlich gerade noch ein anderes Thema eingefallen, und zwar, ich habe es schon wieder nicht geschafft, ey, das gibt's doch gar nicht. Wenn einige Leute sowas hören wie Ubisoft Launcher oder Origin, die müssen dann schon immer schön würgen. Ich habe das so ähnlich. Mir geht's mittlerweile auch ein bisschen auf den Geist, dass da jeder seinen eigenen, ich nenne es mal, Downloader hat und seinen Spielebetreiber, sag ich mal, sein Portal, seine Plattform. Dass man sich den ganzen Scheiß erstmal downloaden muss und dann alles eben damit in Verbindung bringen kann, dass man das nicht einfach so im Laden kaufen kann und 8 Frames hat. Oh, was ist denn los, Junge? Okay, das ist ein bisschen doof gerade. Ich habe ja immerhin kein Dingens an. Keine Zeitlupe. Das ist gerade echt Zeit. Naja, wie man es nimmt, ne? Ach komm, jetzt fahr halt. Also, in ordentlicher Qualität. Boah. Jetzt kriegt man gerade ein bisschen auf den Sock. Das, ach, komm schon. Nochmal einen Moment. So, und erneut, da bin ich wieder. Ich habe das Rennen nochmal neu, also das Spiel nochmal neu gestartet und bin an der gleichen Stelle. Aber es funktioniert immer noch nicht. Ah, das ist doof. Das ist sehr doof. Egal, dann versuche ich das einfach so und ich erzähle dabei ein bisschen was. Also, Ubisoft Launcher zum Beispiel, finde ich, ist eigentlich totaler Mist. Origin ist auch totaler Mist. Steam finde ich recht gut. Aber Steam hat halt auch so den ersten Schritt gemacht und jetzt machen es halt quasi alle nach, aber in schlecht. Und das finde ich halt
das braucht man jetzt nicht unbedingt. Man kann auch lieber eine, also sowas wie Steam haben, einmal und dafür dann richtig gut. Statt dann irgendwie 50 Stück davon zu haben und alle sind so ein bisschen gut. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt und dann für jedes Spiel immer so ein. Ah ne, hier geht's gar nicht lang. Da hinten geht's lang. Und dann für jedes Spiel immer wieder so einen neuen Downloader oder so ein, also eine Plattform neu zu downloaden. Weil ich dafür Origin brauche, dafür Ubisoft und dafür Steam oder so. Ist auch ein bisschen affig. Also verstehe ich nicht ganz. Dass die Leute ein bisschen mehr Geld verdienen wollen, ist klar, aber nicht unbedingt so. Damit vergrault man vielleicht auch einige Kunden. Aber müssen sie halt selbst wissen. Und jo. So, was ich jetzt einmal mache, ist sofort zum Unterschlupf. Ich mache mal kurz einen Neustart und wir sehen uns gleich wieder, hoffentlich ohne Ruckler. So, auf ein viertes. Okay. Gut, was machen wir denn jetzt noch auf dem Rennen? Oder versuchen wir? Machen wir mal das hier. Ist auch ein Sprintrennen. Und ich kapiere leider immer noch nicht, also noch nicht so ganz, warum es bei Most Wanted so oft laggt oder ruckelt. Naja, zumindest die Framerate einbricht. Weil ich meine, solche Sachen wie Battlefield 3 gehen mittlerweile eigentlich ganz gut. Mass Effect 3 hat auch super funktioniert, Mass Effect 2 auch schon die ganze Zeit, auch bei längeren Aufnahmen. Aber bei Most Wanted oder auch anderen Need for Speed Spielen geht's in die Knie, also das verstehe ich nicht so ganz. Könnte daran liegen, dass schneller Bildwechsel ist oder schnellerer als bei den anderen Spielen, aber naja, gut, ne? Ob das jetzt so viel Bildwechsel ist oder nicht, kann ich mir jetzt nicht großartig vorstellen, dass da Fraps mehr Probleme hat oder weniger. Wobei die Dateien auch wesentlich kleiner werden, wenn man jetzt, bestes Beispiel, Let's Listen to, einfach kaum was zeigt, immer nur schwarzer Bildschirm, mit so ein paar Bilder ab und zu mal. Die Dateien sind 50 Megabyte groß oder so. 10-mal so wenig wie Most Wanted und ja, 20 bis 40 mal so wenig wie Battlefield. Also, macht scheinbar schon was aus, aber das ist ja auch dann nur beim Rendern. Beim Aufnehmen. Naja. Gut, jetzt scheint es ja einigermaßen zu laufen. Kein Plan warum. Aber gut, ja, ich war immer noch beim Thema mit den mit Origin und Ubisoft Launcher und sowas. Also ich finde es wirklich ein bisschen doof. Also man kann es durchaus machen. Ich habe da auch jetzt nicht unbedingt ein Problem mit, wenn das manche Spieleentwickler oder Publisher machen. Aber bitte nicht als Pflicht. Ich meine, ich finde es ja okay, wenn man sich sowas wie Steam ausdenkt und so weiter. Aber wenn man dann Spiele kauft, bei Amazon zum Beispiel, mit Verpackung und alles, warum muss ich die dann da downloaden? Wozu habe ich dann eine CD? Das ergibt erstens für mich keinen Sinn und zweitens ist das auch total doof. Da kann ich mir auch direkt bei Origin kaufen. Dann habe ich zwar keine CD, aber das kann mir dann noch nicht kaputt gehen, sag ich mal. Und weiterverkaufen kann ich es dann auch nicht. Ist wieder so ein Problem. Kann man halt einfach nicht weiterverkaufen, hat keinen Wert bei anderen. Und das finde ich auch wieder so ein Ding, was man eigentlich jetzt heutzutage nicht mehr so braucht. Es gibt zwar viele Sachen, die es ähnlich machen. Bei Steam kaufe ich ja mittlerweile auch recht viel. Und da kann ich meine Spiele auch nicht einfach so wieder verkaufen. Denk aber auch, dass es okay ist. Weil ich habe hier noch einige GameCube-Spiele, alte zum Beispiel, die ich ab und zu immer noch verkaufe. Und dass die Leute das heutzutage nicht mehr wollen, klar, kann ich irgendwie verstehen, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ist ein bisschen, hat ein bisschen Überhand genommen, das Ganze. Also vor allen Dingen das mit der Origin-Pflicht finde ich halt schon wieder ein bisschen dreist sogar. Ähnlich wie bei Battlefield 3 mit dem Battle Log. Also ist zwar im Grunde ganz nett, man hat da ein Forum, man hat da so eine Art Facebook über Battlefield eben. Aber dass es halt Pflicht ist, um Spielen zu joinen oder so, das finde ich halt, ist auch wieder so ein bisschen das Problem. Ich glaube, mittlerweile muss man das gar nicht mehr komplett offen haben. Man muss sich aber durchaus noch seine Spiele dadurch suchen und so. Man kann danach, glaube ich, den Browser zwar schließen, aber das macht jetzt auch nicht so den großen Unterschied. Und dass man halt in Battlefield zum Beispiel nicht mal ein eigenes Menü hat, das zeigt, in welche Richtung das so langsam gehen wird, denke ich.
Nämlich einfach, du suchst hier im Internet dein Spiel aus und bist dann direkt im Spiel. Sowas wie ein Menü wird dann wahrscheinlich in einigen Jahren ein bisschen überbewertet empfunden und gar nicht mehr eingebaut. Also kaum noch. Kann ich mir vorstellen zumindest. Es wird immer Spiele geben, die das zum Glück machen. Finde ich auch gut so, weil ich finde, Menü ist schon wichtig. Also es hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ein Menü macht auch schon ein Spiel aus. Und das merkt man dann halt, wenn es dann mal fehlt. Ist wie bei anderen Spielen, wenn man da irgendwas vermisst, auch wenn es nur so eine kleine Sache ist. Wenn man weiß, dass es weg ist, dann vermisst man es dann doch schon, wo man es vorher gar nicht so wirklich mitbekommen hat. Stellt euch einfach mal vor, wir würden Need for Speed spielen, müssen dann uns aber wie nennen wir es denn jetzt mal? Im Need for Speed Log müssten wir uns dann Rennen suchen, online. Sagen wir, also so Online-Rennen. Dass ich mir dann ein Rennen aussuche, die Strecke mit 8 anderen Fahrern. Und da join ich und bin dann mittendrin. Ohne dass ich jetzt irgendwie ein Menü hatte oder sonst was. Also brauche ich jetzt persönlich nicht so unbedingt. Und finde ich, geht dann schon ein bisschen zu weit. Ich schaue gerade mal auf die Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir nehmen jetzt mal den Porsche. Und den habe ich auch gar nicht getunt, glaube ich, ne? Ist doch egal. Wir haben hier nämlich noch 2 maximale Rennen. Ich mache mal zuerst Radarfallen-Rennen, weil das ein bisschen schwieriger ist. Oder versuche es zumindest. Und ja, also ich finde, es geht ein bisschen in die falsche Richtung, muss ich sagen. Aber müssen die Entwickler selbst sehen oder die Publisher, die sind da teilweise auch für verantwortlich. Aber naja, wie gesagt, muss jeder selbst sehen, ob man dadurch seinen Profit bekommt oder nicht. Wird sich dann dementsprechend für die herausstellen. Sowas wie Skyrim es hat, finde ich, ist schon recht vorbildlich. Teilweise, oder allgemein, ja, danke du Noob, ey. Haben die zwar auch eine Steam-Pflicht, da aber jetzt jeder fast Steam hat, oder zumindest kennt, und es jetzt nicht sowas ist wie Origin, wobei man auch sagen muss, dass Steam früher so eine Art Origin war, und Origin jetzt quasi von vorne wieder anfängt. Aber gut, das ist was anderes. Das finde ich ist okay noch, weil Steam, wie gesagt, hat eigentlich fast jeder oder kennt man zumindest. Und wenn nicht, dann hat man wenigstens seinen Account quasi geupgradet, dass man damit jetzt auch Freunde adden kann und sonst was. Das war auch wieder ein bisschen kindisch, mehr oder weniger, das jetzt auf Steam zu veröffentlichen oder dass man das halt muss. Aber einerseits fördert es halt das Mod-System, was wir jetzt ja eingeführt haben mit Steam Workshops, was dann eben auch jeder hat. Natürlich von dem von den Konsolenspielern keine, aber auch von den PC-Spielern. Und allgemein so eine Mod-Community, das finde ich ist immer sehr sehenswert. Wenn man halt wirklich quasi so ein Programm zur Verfügung stellt, womit die Leute ihre eigenen Mods machen können, das erfreut das Herz der Leute. Und wie man bei Steam zum Beispiel auch sieht, das mögen die Leute. Oder auch bei YouTube, da gibt es ja auch Tutorials. Ich mache da ja auch welche zu. Ja, shit. Und ich bin recht schlecht gerade. Aber gut, das war am Rande. Ja, komm, mach mal Platz hier. Oh, das wird nichts mehr. Ne, ich glaube, ich starte nochmal von vorne. Ach Mensch, ich habe den Wagen jetzt auch nicht getuned, aber ich will den jetzt auch nicht unbedingt tunen, deswegen. Jetzt muss ich gleich mal mit dem Mercedes fahren, aber den mag ich jetzt nicht unbedingt. Also, wie gesagt, Mods kommen immer gut an. Wenn man sich seine eigenen machen kann, wenn es nicht zu kompliziert ist vielleicht, dann denke ich, hat da jeder irgendwie so ein bisschen Spaß dran mindestens. Und wie gesagt, das kommt halt bei den Entwicklern auch gut an, wenn man, oder kommt bei den Leuten gut an und man merkt vielleicht dann auch, dass die Entwickler quasi den Leuten was Gutes tun wollen, indem sie einfach nur sowas Simples wie so ein Modding-Kit veröffentlichen, was halt selbst im Programmieren benutzen. Und das finde ich ist schon ein super Pluspunkt.
Und was hatte ich denn noch? Ich hatte, glaube ich, noch irgendein anderes Thema, habe ich jetzt aber schon wieder vergessen. Ist auch nicht mehr ganz so wichtig. Ich denke, das ist das letzte Rennen für heute. Aber ich werde, wie gesagt, auch öfter jetzt versuchen, so Themen herauszusuchen, möglichst die euch interessieren. Ich kann noch mal kurz erzählen, Mass Effect 3 habe ich ja jetzt den ersten Part hochgeladen. Wie gesagt, der zweite kommt ja jetzt gleich oder so. Und ich bin durchaus überrascht. Also, naja, überrascht ist das falsche Wort. Ich bin halt positiv angetan, sagen wir es so. Ich hatte es mir jetzt einen Tacken schlechter vorgestellt oder ich hatte es mir jetzt nicht genau so vorgestellt, wie es ist, aber so wie es ist, finde ich es gut. Und ja, wie gesagt, also finde ich jetzt ein schöner Ansatz. Was mir allerdings da jetzt noch fehlt, ist so eine Art Inventar, dass man halt noch mehr Sachen finden kann und die upgraden kann. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht war das jetzt noch gar nicht im Spiel drin, im richtigen. In der Demo meine ich. Und wir werden auch mal sehen, was sich im Multiplayer so verbirgt. Den hat ja auch ein komplett anderes Studio gemacht. Was ich auch recht gut finde. Dass einfach mal ein neues Studio dafür, naja, nicht eröffnen, aber ein neues Studio dafür ansetzen, das zu machen. Das finde ich ist schon ein guter Ansatz. Dass einfach sich andere Leute daran setzen, statt die, die die Story machen. Ist schon ziemlich gut. Aber auch wie das Gunplay ist, ansonsten hat mir da auch eigentlich ziemlich alles gefallen. Und was mir halt auch gefallen hat, ist, dass sie allgemeine Demo rausgebracht haben. Das kann man jetzt auch nicht mittlerweile von allen erwarten. Na, jetzt habe ich noch die Bullen, oder? Nee, habe ich gar nicht. Nice. Und ich kann noch. Ich wollte sagen, ich kann noch mal kurz hier das Ding versuchen, aber das habe ich nicht geschafft. Nö. Gut, dann lasse ich es. Demos gibt es ja mittlerweile auch immer seltener. Dafür gibt es dann mehr so Beta-Tests im Sinne von, wir bringen das Spiel erstmal raus und patchen dann oder so. Aber gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Sollen sie lieber vorher ausgiebig testen, bevor sie das Spiel veröffentlichen. Habe ich aber auch beim letzten Mal schon gesagt, dass sie da eigentlich sich ein bisschen mehr Zeit nehmen sollten. Aber gut, das soll erstmal wieder reichen für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt zu Themen, wo ich drüber sprechen könnte, was euch interessiert, kann ich dann versuchen, mal was zu machen. Wenn ihr das wollt, wie gesagt, nur. Ansonsten versuche ich da die Tage mir selbst wieder was rauszusuchen und selber zu gucken. Aber jo, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.